Ja, worüber euch was erzählen wollte, ist so eines der schönsten und wichtigsten Bücher, die ich kenne, und die gehört so zu den großen Menschheitsgedichten, also so ein bisschen wie Dantes Divina Commedia oder der Faust, so in diesem Niveau, und ist hier aber ein bisschen unbekannter, obwohl sich allmählich auch schon ein bisschen mehr rumgesprochen hat. Und es hatte auch immerhin jetzt über 800 Jahre Zeit. Also der Autor ist Fariduddin Attar, der in Nishapur in Persien geboren ist und so von ungefähr 1140 bis 1220 lebte. Und der nicht nur so einer der größten Dichter der Menschheit war, sondern der auch zum Beispiel in der Tradition des Tasawwuf, also in der islamischen Mystik, in diesem Fall jetzt der persischen Version davon, der schiitischen, als einer der großen Traditionsübermittler und manchmal schon als einer der entscheidenden Lehrer der ganzen Richtung betrachtet wird. Und ich fand die Basismetapher eines dieser Bücher von ihm so wunderbar, dass wir eine Zeit lang uns überlegt hatten, ob wir uns nach dieser Geschichte Simurgh-Institut nennen, denn die Hauptgestalt dieser Geschichte ist der Simurgh. Und die Geschichte selber heißt Mantik al-Utair, und das wird meistens mit Konferenz oder Parlament der Vögel übersetzt. Und Peter Brook hat zum Beispiel mal mit einer Theatergruppe eine Reise durch Afrika gemacht, wo sie Fariduddin Attars Parlament der Vögel inszeniert haben, und hat darüber ein schönes Buch, einen Reisebericht über diese Reise mit dieser Theatergruppe geschrieben. Und es gibt in Deutsch eine Übersetzung von Hayatullah Hübsch. Das ist so ein etwas durchgeknallter dadaistisch-frankfurter Dichter, der selber Ahmadiyya-Muslim ist. Und von dem gibt es eine Übersetzung bei Rowohlt, wenn ich mich richtig erinnere. Aber es gibt inzwischen viele andere Übersetzungen davon. Und die Geschichte vom Parlament der Vögel ist also eine Geschichte von einer großen internationalen Konferenz, denn im Reich der Vögel hat es also viele Schwierigkeiten und Umstellungen gegeben, und es bedurfte also sozusagen jetzt einer Vollversammlung der Vogel-UNO. Und in dieser Vollversammlung hat man also die verschiedenen Probleme und Krisen und Schwierigkeiten in Erwägung gezogen. Und schließlich hat man beschlossen, dass das einer der seltenen Fälle ist, wo man sich an den Meistervogel wenden muss, den Simurgh. Und um diese Fragen an den Meistervogel zu richten, der offensichtlich nicht ganz so leicht erreichbar ist, wurde nun eine Delegation von 30 Vögeln zusammengestellt, die sich auf die Suche nach diesem Meistervogel machen sollten. Und in der Geschichte werden nun diese Reiseerlebnisse dieser 30 Vögel geschildert. Und diese 30 Vögel müssen alle möglichen Abenteuer bestehen. Und sie reisen also über 7 Berge und durch 7 Täler. Und diese 7 Berge und diese 7 Täler, die entsprechen, man könnte sagen, sowohl dem äußeren wie dem inneren Kosmos. Äußerlich ist es so eine Schilderung von Entwicklungsphasen der Menschheit und verschiedene Situationen und Schwierigkeiten, die die Menschheit als Ganzes durchläuft. Und innerlich entsprechen die 7 Berge auch den Hauptkörperzentren. Also es gibt eine islamische Chakrenlehre, die Lehre von den Lataif. Und Al-Latif ist der Gottesname, der Feinstoffliche. Und in der Schilderung dieser Auseinandersetzung mit den Landschaften der 7 Berge und 7 Täler geht man also einerseits sozusagen durch den Aufbau des menschlichen Körpers und die verschiedenen Kräfte, die unser Wesen bestimmen, und andererseits in eine Art historische Betrachtung der Entwicklungsphasen der Menschheit. Und das immer in so einer Parallele, sodass eine fraktale Struktur zustande kommt, dass man sozusagen im Inneren das Äußere und im Äußeren das Innere wiedererkennt. Und das fand ich also schon mal eine wunderbare systemische Ausgangsstruktur einer großen Lehrmetapher, die nun über 800 Jahre alt ist. Und in dieser Reise bekommen die Vögel immer mehr Hinweise auf das Wesen des Simurgh, des Meistervogels. Und schließlich finden sie heraus, und das ist jetzt ganz nah bei dem, was Stephen Gilligan gestern sagte über die Idee, dass ein künftiger Buddha eine Gruppe von Personen sein wird, schließlich finden diese 30 Vögel heraus, dass sie zusammen der Meistervogel sind. Und Simurgh heißt auf Farsi, und das Mantik al-Utair, die Konferenz der Vögel, ist in Farsi geschrieben, heißt auf Farsi 30 Vogel. Es sind also 30 Vögel auf der Suche nach dem 30 Vogel, die in dieser Suche herausfinden, wie sie eine innere Einheit bilden. Und nur dadurch, dass sie diese innere Einheit finden, die repräsentativ ist für die ganze Vielheit des gesamten Reichs der Vögel, sind sie fähig, sozusagen auch nicht nur die
Antworten und Ausrichtungen zu finden für die Probleme, die anstehen, sondern auch zugleich ihr eigenes inneres Wesen und das Wesen dessen, in dem sie sich befinden, der Welt, in dem sie sich befinden, zu erkennen. Und nur dadurch, dass sie ihre innere Einheit erkennen, sind sie überhaupt in der Lage, die Antwort des Simurgh zu hören. Denn dieser Simurgh ist ja das, was sie selber zusammenbilden. Und diese Geschichte, wie wir sozusagen auf einer Suche sind, nach einer Antwort von einer Einheit, die wir zusammen schon selber bilden, aber wo wir sozusagen diesen Art, wie wir diese Einheit bilden, sozusagen vergessen haben oder noch nicht wahrgenommen haben. Das ist sozusagen für mich das sehr systemische Hintergrundthema dieses großartigen, wunderschönen Parlaments der Vögel. Und solltet ihr irgendwie mal Lust dazu haben, es ist wirklich ein großes Vergnügen und sehr bewegend. Und meine Lieblingsübersetzung, Conference of Birds, ist die englische Übersetzung, die bei Samuel Weiser erschienen ist. Ich erinnere mich jetzt leider gerade nicht mehr an den Namen des Übersetzers, aber wenn ihr Samuel Weiser, also Weiser, eingebt und Conference of Birds, dann findet ihr die englische Übersetzung. Aber es sind gerade jetzt in den letzten 3 Jahren 3 oder 4 neue Übersetzungen erschienen und die habe ich noch nicht gründlich genug durchgesehen. Und ich habe aber gehört, dass eine davon wirklich auch ganz hervorragend sein sollte. Und man könnte sagen, wenn ihr sie mit diesem systemischen Auge, dass hier, was immer geschildert wird, sowohl sich auf unsere Innenwelt, wie sich auf unsere Außenwelt, wie sich auf das Verhältnis dieser beiden Weisen in uns, wo wir das bilden, was ich so vorhin die lebendige Membran nannte. Wenn ihr es in dieser Form lest, dann fächert sich dieses Buch so aus, dass jedes Mal, wenn man es anschaut, man ein neues Buch liest. Weil die Anzahl der Bezüge in dem Buch zueinander ist so reich, dass man es eigentlich nie zu Ende lesen kann. Wie man könnte sagen, wenn ihr die Fraktaldarstellungen kennt von der Mandelbrotmenge, die so eine Zeit lang in fast allen Zeitungen auch zu sehen waren. Man findet immer neue Formen, wenn man in die Feinheiten eines Fraktals geht. Und darum kann man sozusagen in einem Buch oder in einer Lehre oder einem Zugang, das so eine Struktur hat, kann man immer wieder neue Formen finden. Und Julia und Dominik hatten Bilder vorbereitet von einem unserer lieben Freunde in Kroatien, dem Maler Marko Brajkovic, dem ich vor vielen Jahren mal vom Simurgh erzählte. Und seitdem tauchen immer mehr Simurgh-Motive in seinen Gemälden auf. Lieber Dominik, wenn du das vielleicht eben noch teilen würdest zur Einstimmung. Und ja, und wenn ihr das Bild seht, so seht ihr dort eine ganze Reihe von Vögeln und man weiß bei den Gestalten nicht, ob wir außen oder innen sind. Einerseits kann man die Personen sehen und andererseits kann man einfach die Wolken sehen und die Personen tauchen nur in den merkwürdigen leuchtenden Kugeln auf, die sich in den Wolken gebildet haben. Und unten seht ihr die vielen Vögel an vielen Stellen und die Vögel sprechen in die Münder und die Vögel sprechen aus den Mündern. Und man merkt, wie sozusagen eine andere Form sich allmählich bildet. Ah ja, hier steht's richtig, 1142 bis 1221. Aber ich habe auch, glaube ich, die Zahl 1136 schon mal gelesen. Also die Lebenszeit ist nicht so ganz klar bei Attar. Und wenn du jetzt noch in das zweite Bild gehst, lieber Dominik. Ja, und wenn ihr hierher geht, dann könnt ihr sehen, wie die Vögel allmählich ein Gesicht bilden und in diesem Gesicht sind gleichzeitig 2 Gesichter, die miteinander sprechen, sodass er auch noch diese Symbolik dessen, dass wir nur durch das Dialogische, nur in der Verbindung miteinander zu der Einheit werden, die wir ursprünglich sind. Hier kann man das Bild also sehen als viele Vögel und Bäume und Natur und man kann die Bildung von 2 Gesichtern sehen und man kann sehen, wie diese 2 Gesichter zu einem großen Gesicht werden und wie dazwischen dann wieder die einzelnen Teile, Vögel oder Aspekte von uns aufsteigen. Ja, das ist die Symbolik des Simurgh und mir scheint für die Bildung von Gruppen und von Gesprächen und für das, wozu so eine Konferenz da ist, kann man sagen, kann ich mir kaum eine bessere systemische Widmung vorstellen als die Symbolik des Simurghs.